Schulprojekt Dorf Zukunft Burgenland setzt der Verein Unser Dorf im diesjährigen Jahr der Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat einen Jugendschwerpunkt. Die Intention, die dahinter steht, ist klar. Hat die Jugend im Dorf eine Zukunft, so bleibt die Jugend auch im Dorf. Und nur so hat das Dorf auch nachhaltig eine Zukunft. Mit dem Schulprojekt Dorf Zukunft Burgenland wendet sich der Verein Unser Dorf das erste Mal direkt an die Schulen und die Klassen der Unterstufen, um alle Facetten, die das Leben im Dorf ausmachen, aufzuarbeiten und zum Mittun zu motivieren. Jugendliche sollen sich einbringen und auch offen ansprechen, was ihnen gefällt oder was sie anders machen würden. So Vereinsobfrau Landesrätin Verena Dunst. Kooperationspartner beim Projekt ist der Verein Die Wanderklasse. Ja, ein herzliches Guten Morgen. Eine Pressekonferenz mit jungen Menschen, das ist genau das, was wir alle sehr, sehr gerne machen hier vor Ort, mit allen gemeinsam, weil es gemeinsam ein Projekt ist. Ich darf mich vielleicht und unsere Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen vorstellen und das Projekt wird dann auch im Zuge der Pressekonferenz erläutert. Ich darf unseren Medienvertreterinnen und Vertretern ein herzliches Guten Morgen sagen, auch allen, die wir hier vorne sitzen. Und ich kann nur sagen, dass ich wirklich eine ganz, ganz große Freude habe. Mich echt gefreut, jetzt die Pädagoginnen, aber auch natürlich euch hier zu treffen, weil ich schon einiges gehört habe über die Arbeit und weil ich ja im Zuge des Vorjahres schon über den Herrn Bürgermeister und ein toll gewonnenes Projekt aufmerksam geworden bin, wie hier die Jugend in Neudörfel eingebunden wird. Das würde ich mir überall wünschen, sage ich in aller Klarheit. Und ich freue mich darüber, dass das da so gut funktioniert. Mein Name ist Verena Dunst, ich bin in der Regierung seit 16 Jahren für vieles zuständig. Heute geht es aber um die Dorferneuerung und in diesem Fall bin ich auch ehrenamtliche Obfrau des Vereines Unser Dorf. An meiner Seite, auf dieser Seite der Herr Bürgermeister, der ja sowieso sehr gut bekannt ist und dafür auch steht, mit Jugend ernst zusammenzuarbeiten, sie ernst zu nehmen, sie zu befragen, wenn es um Neudörfel geht. Für die Jugend steht in erster Linie aber natürlich auch der Herr Landesschulratspräsident, der Herr Magister Zitz. Und ganz außen die Geschäftsführerin. Ich führe ja die Geschäfte des Vereines nicht selber, das würde sich auch zeitlich nicht ausgehen. Eine junge Dame, die auch sehr, sehr viel einbringt, die Frau Magistra Marlene Rabanek-Bunjae, die als Geschäftsführerin des Vereins arbeitet. Ich freue mich, die Jasmin an meiner Seite zu begrüßen. Jasmin muss dann sich ganz vorstellen, wenn sie dran ist. Und natürlich Sie, vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Vielleicht darf ich den Medienvertreterinnen und Vertreter und Ihnen, euch allen, zunächst einmal vorstellen. Wenn wir über Zukunft Dorf reden, dann ist es genau das heute. Es geht um Dorf Zukunft Burgenland und der Verein hat sich, unser Dorf hat sich zur Aufgabe gemacht, hier sehr vieles auch an der Seite mit jungen Menschen in den Dörfern zu arbeiten. Deswegen auch der Titel Zukunft Dorf. Was ist der Verein? Wozu braucht die Dorferneuerung im Land, der Dorferneuerung als Referat, der Dorferneuerung als Regierungszuständigkeit? Was braucht es noch für einen Verein dazu? Dorferneuerung ist seit 2005 in meiner Zuständigkeit. Die Dorferneuerung gibt schon lange und meine Aufgabe als Regierungsmitglied für Dorferneuerung ist eine ganz klare, deswegen heißt es Dorferneuerung, mit den Gemeinden gemeinsam Projekte zu entwickeln. Auch dort machen es wir so wie heute in einer Form Dorfentwicklung, Dorfbeteiligung, Jugendbeteiligung, wo wir uns immer anschauen, wo lebe ich, wo ist meine Heimat, was passt mir so gut in meiner Heimat, aber es gibt vielleicht auch Dinge, mit denen nicht so gut passen und das möchte ich in der Dorferneuerung von allen Dörfern wissen. Wir haben 171 Gemeinden, davon ein paar Städte im Burgenland und mit allen Gemeinden arbeiten wir über die Dorferneuerung zusammen. Was aber ganz wichtig ist, ist unser Verein. Den gibt es auch schon sehr, sehr lange. Den hat der Herr Landeshauptmann Siebölz, der schon lange, weit über 20 Jahre Landeshauptmann war, ins Leben gerufen. Das ist einfach eine Kommunikationsdrehscheibe,
innovativ und neu und immer bei den Menschen, bei den jungen Menschen, die im Dorf leben. Heuer haben wir ein ganz besonderes Jahr. Heuer hat das Burgenland, der Herr Landeshauptmann, das Jahr 2017 zum Jahr der Gemeinden ausgerufen. Und daher ist die Dorferneuerung und unser Verein jetzt natürlich wie immer, aber noch mehr engagierter heuer bei den Gemeinden und bei den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern. Was macht ein Dorf aus? Es gibt kleine, größere Dörfer. Neue Dörfer ist groß im Durchschnitt der burgenländischen Gemeinden und Städte. Und es geht immer ums Gleiche, dass man sich wohlfühlt. Egal wie alt das man ist, egal was man tut, Dorf ist Heimat, ist gleich Wohlfühlgemeinde. Den Schwerpunkt Jugend haben wir eigentlich jedes Jahr. Heuer für 2018 hat sich der Verein, unser Dorf, aber einen besonderen Schwerpunkt ausgedacht, nämlich im Jahr der Gemeinden besonders mit den Schulen, mit der Jugend zusammenzuarbeiten. Im Fokus steht natürlich die Jugend insofern, ich hoffe, ich darf noch du sagen, aber ihr seid die Zukunft. Neudörfel wird weiter bestehen und muss wichtig bleiben, auch für die jungen Menschen. Und in Neudörfel muss man sich natürlich auch anschauen, was ist für die Zukunft wichtig, in welche Richtung soll sich Neudörfel entwickeln. Und wie ich vorher schon gesagt habe, was passt in Neudörfel? Vieles wahrscheinlich. Also ich kenne Neudörfel sehr gut. Warum? Als Regierungsmitglied komme ich natürlich nicht ständig in alle 171 Gemeinden, aber nach Neudörfel bin ich in den letzten Jahren sehr oft gekommen, weil sich hier sehr, sehr viel tut, weil man da immer noch Veränderung strebt und weil man immer wieder solche Beteiligungsprojekte, wo man Bevölkerung fragt, auch macht. Und daher haben wir heuer im Jahr der Gemeinden den Schwerpunkt Jugend so gesetzt, dass wir Dorfleben, Dorfsein bedeutet manchmal auch, dass etwas fehlt. Und das bedeutet Zusammenhalt, auf der einen Seite Freundschaften, Lebensinhalt, aber es bedeutet eben auch immer nachzudenken, wie die Zukunft ausschauen könnte. Das Zukunftsprojekt Dorf Zukunft Burgenland ist ein Schulprojekt. Wir wenden uns zum ersten Mal hier wirklich direkt an die Schulen. Und ich darf mich daher sehr, sehr herzlich beim Herrn Landesschulratspräsident Magister Zitz bedanken, dass er hier das unterstützt. Ohne Landesschulrat kann ich mit dem Verein Unser Dorf nicht in die Schule kommen. Das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen, aber natürlich auch der Schülerinnen und Schüler in der neuen Mittelschule Neudörfel ist also ein sehr, sehr großes. Und ich freue mich, dass wir auch in Interviews und so weiter zeigen können, wie sehr beteiligt ihr seitens der Schule seid. Es hat einen Workshop gegeben, es wird einen Workshop geben, wir haben ja ein Pilotprojekt schon gestartet und was wir genau in diesem Projekt machen, das werden wir dann erfahren. Ich würde nämlich schon gerne weitergeben und zwar an den Herrn Landesschulratspräsident, der sagt, warum Jugend und Arbeit mit der Jugend und für die Jugend so wichtig ist. Bitte, Herr Präsident. Vorerst einmal herzlichen Dank für die Initiative. Liebe Medienvertreter, liebe Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen, warum ist diese Kooperation so wichtig? Der Lebensinhalt und das, was Schülerinnen und Schüler und Jugendliche erleben, liegt immer in der Gemeinde und im Dorf. Und diese Synergie zwischen dörflichem Leben und Schule, die muss man nutzen und dieser Austausch zwischen den Zweien ist sehr wichtig, ganz einfach, weil das Leben im Dorf prägt die Jugend. Und wenn man weiterdenkt, ist die Zukunft des Dorfes auch die Jugend. Das heißt, die Jugend am Dorfleben mitgestalten zu lassen, an der Entwicklung einer Gemeinde, einer Stadt, eines Dorfes, auch mittragen und innovativ einbringen zu lassen, ist ein wesentlicher Bestandteil des schulischen Lebens. Schule hat sich immer, egal ob in der Volksschule oder wie hier auch in der neuen Mittelschule, entwickelt aus dem dörflichen, aus dem gesellschaftlichen Umfeld des jeweiligen Schülers, der Schülerin, wo er aufgewachsen ist, wo er lebt und wie er das auch im Umfeld empfindet. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen Dorf und Gemeinde und der Schule auch forcieren und hier die Jugend mit ihren Ideen in Workshops sich auch einbringen lassen
in das, was sich dann in Zukunft tun wird. Weil wir als Erwachsene, als ältere Erwachsene, die Dinge vielleicht anders sehen als die Jugend. Und es ganz wichtig ist, dass diese innovativen Dinge, die die Jugend einbringt, zwar manchmal etwas gebremst werden müssen, weil ja vieles auch schon ein bisschen aus unserer Alterssicht anders gesehen wird und vieles auch Erfahrungen da sind, die anders gesehen werden, aber wo man doch dann Teile aufnimmt und sie in das Dorfleben integriert und daher sehr darauf angewiesen ist, wie Jugend dieses Leben auch sieht. Und der Unterricht, und um den geht es ja auch, wenn wir von Schule sprechen und um Kompetenzen, und der Unterricht ist natürlich auf dem aufgebaut, was im Umfeld der Schülerin, des Schülers passiert. Das ist einerseits Ökologie, wie und wo wohne ich, das gesellschaftliche Umfeld, wie ist das Leben außerhalb der Schule organisiert, das kulturelle Umfeld, was tut sich musisch, was tut sich kulturell in meinem Bereich oder im Umfeld der Schule, was tut sich politisch innerhalb der Ortschaft oder des Dorfes und im Umfeld der Schule, und das sind wesentliche Bereiche, auf die wir einwirken und wo es auch eine Gegenwirkung gibt. Das heißt, einerseits wirkt Schule auf das Dorf, aber das Dorf wirkt wiederum zurück auf die Schule, und daher ist es wichtig, dass wir hier gemeinsam Initiativen setzen. Diese Initiativen gehen vom Verein aus. Wir werden ja, soweit ich das jetzt weiß, in jedem Bezirk auch hier initiativ werden. Es werden auch Schulen in jedem Bezirk finanziell unterstützt, die das umsetzen möchten. Ich finde das eine sehr, sehr gute Aktion. Es ist wiederum eine Öffnung des Schulwesens in Richtung nach außen. Ich bin ja ein ganz stark Verfechter, dass wir unsere Schulen ganz stark öffnen. Wobei ich aber sagen muss, es gibt dann schon auch Dinge, wo wir uns nicht viel hineinreden lassen. Es gibt Inhalte, die wir zu vermitteln haben, wo wir Kompetenzen zu vermitteln haben, wo ich ein strikter Verfechter dafür bin, dass wir das auch ordentlich tun, ohne uns reinreden zu lassen von vielen, vielen Leuten, weil jeder denkt was anderes. Aber in diese Richtung öffnen wir uns sehr stark, nehmen sehr viele Gedanken von außen herein, und am schönsten ist es, wenn diese Gedanken über Schülerinnen und Schüler in unsere Schulen kommen, in das Dorf kommen, weil ihr seid unsere Zukunft. Ihr seid diejenigen, die garantieren, dass der Wohlstand im Burgenland, wie er jetzt aufgebaut ist, und wenn wir uns jetzt die derzeitigen Entwicklungen anschauen, sind wir ja österreichweit Vorreiter in vielen Bereichen. Das ist keine Sache, die automatisch passiert, das ist etwas, was zum Teil die Politik macht, und hinter der Politik stehen immer Menschen, die das tun. Und diese Menschen seid zu einem Teil auch hier. Ihr wirkt auf uns. Wir wirken dann weiter und versuchen, die Dinge umzusetzen, die ihr als Ideen einbringt. Dafür danke ich euch. Dafür bedanke ich mich auch bei der Schule, bei den Kolleginnen und Kollegen, beim Bürgermeister, der einen wesentlichen Bereich auch hat, dass das funktioniert. Und bei dir, lieber Frau Landesrätin, wir haben ja viele Projekte gemeinsam. Das heißt, wir machen ja vieles, um dem Burgenland hier auch wieder die Möglichkeit zu geben, einen Schritt vorwärts zu gehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Initiative und wünsche dem Projekt auch fürs Burgenland weiterhin alles Gute. Und ich bin überzeugt, bei den innovativen Gemeinden, die wir haben, und Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, dass das auch bestens funktioniert. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Es geht nur gemeinsam, Herr Präsident. Vielen Dank auch für die gute Zusammenarbeit. Kurz möchte ich auch jetzt noch die Workshops näher erläutern. Frau Direktorin Knotzer, vielen herzlichen Dank. Den Medienvertreterinnen und Vertreter darf ich auch die Geschäftsführerin des Vereins der Wanderklasse herzlich vorstellen, Sibylle Bader. Tolle Projektleitung, funktioniert sehr gut. Was tun wir in den Workshops? In den Workshops wird einfach mit den Schülerinnen und Schülern, wie der Herr Präsident schon gesagt hat, pro Bezirk mindestens in einer Schule, mit der Wanderklasse deswegen, weil sie ja hier mit jeder Schule sozusagen weiter wandern, und da gibt es ja natürlich, soll es auch Netzwerke und so weiter geben. Da schaut man sich einfach seine Gemeinde an. Fragen in diesen Workshops, die man gemeinsam erarbeitet dann in Teamworking und so weiter, sind: Wie sieht mein Dorf aus? Wie ist es aufgebaut? Man schaut, man muss wirklich sein Dorf auch analysieren.
welche Dorftypen gibt es im Burgenland, in welchem Dorf lebe ich und fühle ich mich wohl und warum fühle ich mich wohl und wie funktioniert beispielsweise in meiner Gemeinde, in eurer Heimat, das Dorfleben. Wie wohnen wir, wie arbeiten wir, wie viele Menschen gibt es, die jeden Tag im Dorf, andere, die außerhalb des Dorfes dann einer Arbeit nachgehen. Oder wo verbringen Menschen in dem jeweiligen Heimatort ihre Freizeit? Wie schaut die Mobilität aus? Wie bewege ich mich in meinem Dorf von A zu B? Oder wie komme ich zu C, zum Bezirksvorort und so weiter? Wie komme ich jeden Tag dann in Zukunft auf meinem Arbeitsplatz? Welche Gemeinden schrumpfen? Andere wachsen wieder. Auf den Grund kommen, was ist da der Unterschied? Warum gibt es in manchen Gemeinden Zuzug und in manchen Abwanderung? Welche Grenzen hat das Dorf und oder wie schauen die Qualitäten, die Vorzüge meines Dorfes aus? Aber auch sehr kritisch hinterfragt alle diese Dinge, was fehlt mir im Dorf? Was würde ich gerne als junger Mensch an ihrer Stelle, was würde ich gerne verändern? Was passt mir nicht? Und ich denke da gerne, Herr Bürgermeister, an ein Projekt zurück im Vorjahr mit der neuen Mittelschule, wo Schülerinnen und Schüler, und da mich sehr, sehr gefreut darüber, ganz kritisch gesagt haben, na, der Platz vor der neuen Mittelschule, der passt. Der passt mir nicht. Und der Herr Bürgermeister ist sehr bald darauf, und das schätze ich an ihm, gekommen und hat gesagt, Frau Landesrätin, ich mich hingesetzt mit den Schülerinnen und Schülern, wir haben das inzwischen verändert, den Vorplatz vor der Volksschule. So wie sich die Schülerinnen und Schüler das auch gewünscht haben und was dann auch möglich war, umzusetzen. Das war schon sozusagen die Vorstufe dessen, was wir heuer mit der neuen Mittelschule weiterarbeiten. Das bedeutet, mit der Anteilnahme und der Mitgestaltung am Leben im Dorf zeigen junge Menschen ihre Verbundenheit, ihr Mitdenken. Und wisst ihr, was mir manchmal stört, und ich glaube, das merkt man, wie gerne ich mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Pädagoginnen und Pädagogen zusammenarbeite. Ich bin ja selber gelernte Pädagogin und bin neue Mittelschullehrerin gewesen und Direktorin der Polytechnischen Schule in Güssing, ich bin Südburgenländerin, ist, dass man einfach auch die jungen Menschen und deren Wünsche ernst nimmt. Und wenn es darum geht, Anteilnahme und Mitgestaltung, dann gefällt mir das manchmal nicht, wenn manche erwachsene Menschen dann oft negativ über junge Menschen reden, weil sie mit ihnen nicht arbeiten. Die sagen ja, die interessieren sich eh für nichts. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und durch dieses Projekt möchte ich auch, der Herr Präsident sieht es genauso, einfach auch diese Vorurteile ablegen, dass sich junge Menschen am Dorf nicht beteiligen. Man muss sie beteiligen. Man muss sie aber auch ernst nehmen und muss sie auch mitreden lassen. Und nicht nur an einem Tag, sondern rund ums Jahr muss man sie einfach fragen und sie einladen in der Gemeinde, so wie das der Bürgermeister hier in Neudörfel tut, und hoffentlich auch in vielen anderen Gemeinden ernst nehmen, einbinden und vor allem auch seriös mit den jungen Menschen arbeiten, dann fühlen sie sich auch wirklich eingebunden. Das heißt, die Wanderklasse unter der Leitung eben von der Frau Sibylle Bader besteht ja nicht nur aus der Frau Bader, sondern als ein Team aus erfahrenen und begeisterten, sie sagen selber Vermittlerinnen, die natürlich ein sehr breites methodisches Spektrum haben, mit dem sie mit jungen Menschen arbeiten. Von der Unterrichtsstunde bis außerschulische Aktivitäten und vieles andere mehr. Und da geht es auch um Freude in der Arbeit, wenn die Wanderklasse sozusagen wandert von einem Bezirk zu anderen. Ich darf weitergeben an die Jasmin. Bin schon sehr gespannt, weil die Jasmin jetzt für alle da vorne sitzt und sicherlich einiges uns schon mitzuteilen hat. Bitte, Jasmin. Deine erste Pressekonferenz? Ja. Super. Also, zu uns ist die Frau Sibylle Bader gekommen und hat mit uns das Dorfprojekt gemacht. Wir haben da auch viele Sachen gemacht, zum Beispiel so ein kleines Logbuch. Das haben wir selbst gestaltet und wir haben darüber geredet, was wir alles verändern wollen. Und mir persönlich hat der Workshop sehr gut gefallen, auch weil man auch die eigene Meinung sagen konnte. Und man konnte auch sagen, was man verändern wollen würde.
und die Ideen aufschreiben. Und dann haben wir auch darüber diskutiert und alles. Es gibt in dem Dorf viele Freizeitmöglichkeiten, auch viele Vereine, zum Beispiel Musikverein, Feuerwehr und Fußball und das und ja und so weiter. Was hat euch nicht gefallen? Beim Projekt? Ja, so am Dorf. Ja, ein paar haben sich beschwert, dass so viel zugebaut wird und dass es so laut ist. Aber, ja. Der Herr Bürgermeister erwartet sich sicher auch, dass er dass konkret... Das schon so ist. Dass das konkret gleich sagt, wirklich. Heraus mit der Meinung, Jasmin. Ja. Was passt euch nicht? Trau dich. Das wollen wir ja mit euch arbeiten. Ja, ein paar hätten sich mehr freie Stellen gewünscht, wo sie auch was machen können. Und es wird ja alles zubaut und das finden sie nicht okay. Und du, vorher, was war mit der Schule? Das habe ich auch schon vorher mitgekriegt, ja, wenn ich da drinnen gestanden bin. Sie wollen die Schule erneuern, weil die Schule schon so alt ist. Na, Herr Bürgermeister wird sicher was sagen dazu. Ja. Also er würde gerne eure Schule herrichten. Ja. Jasmin hat das super gemacht, ne? Ja, danke. Frau Direktorin, Sie können stolz sein. Das sind engagierte junge Menschen. Ja, das bin ich auch. Ich freue mich, dass ich ganz kurz aus meiner Sicht noch einmal einen kleinen Rückblick auf das Projekt Dorferneuerung werfen darf. Und ich muss zugeben, ganz am Anfang, als ich das erste Mal mit der Idee konfrontiert worden bin, war ich schon ein bisschen skeptisch, weil so als gelernter Lehrer und jetzt schon lang Direktorin fällt einem ein, um Gottes Willen, wer will da schon wieder was von der Schule? Weil wir ja immer um sehr viele, viele Projekte und Beteiligungen an Wettbewerben und so gebeten werden. Dann habe ich mich aber genauer mit der Sache auseinandergesetzt und so zu mir gesagt, okay Knotzer, du regst dich ja selber immer wieder drüber auf, dass Neudörfel dabei ist, seine dörfliche Struktur zu verlieren. Vielleicht liegt da eine Chance. Und dann ist mir auch der Name der Leiterin des Vereins sehr positiv im Kopf aufgeblitzt. Frau Landesrätin, mit Ihnen haben wir nämlich schon in wirklich über 10 Jahren langer Zusammenarbeit über Ökolog immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, könnte man tun. Also, Direktorin überzeugt, war der nächste Schritt notwendig. Finde eine Klasse mit Lehrerin, na eher umgekehrt, finde eine Lehrerin mit Klasse, die sich an dieses Thema trauen. Und da würde ich jetzt ganz hochoffiziell wirklich ganz herzlich dir, Frau Kollegin Kremser, und logischerweise euch, liebe 4a, echt herzlich dafür danken, dass ihr euch so unkompliziert und ohne Vorurteile in dieses Thema engagiert hineingeworfen habt. Vielen Dank. Es war nicht selbstverständlich. Ja, genau. Als neue Mittelschule arbeiten wir ja sehr intensiv an und auch mit den Menschen, um unsere Ziele zu erreichen. Und wir sehen sie nicht nur als Objekte, denen wir ein gewisses Maß an Bildung vermitteln sollen. Und somit war für mich im Sinne der Nachhaltigkeit von Haus aus die Frage, ich habe sie auch mit Ihnen erörtert, wichtig, was können sich die Schülerinnen und Schüler am Ende dieses Projektes wirklich für ihr eigenes Leben, für ihr Leben im Dorf mitnehmen, was haben sie sozusagen davon? Und da hat mir meine Beobachtung gezeigt, dass die Frau Bader da wirklich ein sehr gutes Konzept entwickelt hat, wo sie mit sehr differenzierten methodischen Zugängen eine vielfältige Möglichkeit geboten hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir haben das heute schon kurz gesagt,
ich bin überzeugt, es wird auch nachwirksam sein, denn nach einem Workshop kann die Welt noch nicht anders sein. Wir haben ja ein ganzes Leben dafür zur Verfügung, Dinge zu verbessern. Details haben Sie ein bisschen von der Jasmin gehört und vielleicht werden auch andere Schülerinnen und Schüler der 4a noch was darüber erzählen. Mir hat auch gefallen, dass am Ende des Workshops die Kinder einen Fragekatalog bekommen haben, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten. Und wie ich mir den so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, es wäre nicht schlecht, so manchen Neudörflerinnen und Neudörflern diesen Katalog auch einmal vors Gesicht zu halten, um sie so ein bisschen aus ihrer Versorgt-Werden-Mentalität zu reißen. Nicht so, na, mir geht das nichts an, die Gemeinde muss machen. So Fragen wie, lebst du eigentlich gern in deinem Ort? Warum? Was ist für dich wichtig, damit du dich an deinem Wohnort wohlfühlst? Bist du in deinem Ort selbst aktiv? Bist du in einem Verein? Was denkst du, kannst du selbst dazu beitragen, dass dein Wohnort lebenswert ist? Könnten wir uns alle fragen, mich natürlich eingeschlossen. Das Leitbild unserer neuen Mittelschule sagt unter anderem, das muss ich jetzt vorlesen, neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen legen wir großen Wert auf die Entwicklung von Sozialkompetenzen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu selbstständigen, kritischen, verantwortungsvollen und teamfähigen jungen Menschen heranwachsen. Also in der Schule haben wir schon damit begonnen. Was hält uns davon ab, den nächsten Schritt ins Dorf, in unserem Fall nach Neudörfel, zu machen? Und erlauben Sie mir zu enden mit einem kleinen, pragmatisch adaptierten afrikanischen Spruch. Wenn viele kleine Leute in vielen kleinen Dörfern viele kleine Dinge tun, werden sie das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, unsere Welt kann es gebrauchen. Und somit nochmal 4a danke und Ihnen danke für die Initiative. Gerne. Frau Direktorin, vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Kollegin. Ich möchte daher, der Herr Bürgermeister war so nett, mich in Neudörfel als erstes reden zu lassen, aber es steht ihm auf alle Fälle nicht nur die Begrüßung normal, sondern vor allem auch das Schlusswort zu. Vielleicht darf ich nur noch einmal mich herzlich dafür bedanken, dass wir immer wieder mit der neuen Mittelschule in Neudörfel hier zusammenarbeiten können, sehr gut zusammenarbeiten können. Bedanke mich bei Ihnen. Ich weiß, dass die Wanderklasse eine hervorragende Arbeit leistet. Ich nehme auch Ihren Spruch, Frau Direktorin, mit, den Sie zuletzt getätigt haben. Wir können alle unseren Beitrag leisten, dass unsere Gemeinden so sind, wie wir die Gemeinden haben wollen. Nicht alles geht, aber nur zu sagen, tut was für mich und die tun nichts dabei, ist sicherlich die falsche Einstellung. Und daher habt ihr da so ganz, ganz wichtige Vorarbeit geleistet. Jeder und jede hat sich eingebracht. Unser Angebot ab heute gilt, der Verein Unser Dorf, noch einmal herzlichen Dank an die Geschäftsführerin, die Frau Magister Rabanek-Bunjai, ab jetzt kann man sich bei uns, beim Verein Unser Dorf, unter der Adresse info@unserdorfineinem.at anmelden, pro Bezirk einmal eine Schule, eine neue Mittelschule, und kann sie mal teilhaben und dann soll das ins Regelwerk übergehen. Wir finanzieren gerne vom Verein Unser Dorf, nehmen hier einiges Geld in die Hand, damit hier Jugend sich in ihrem Dorf wohlfühlt. Also unter info@unserdorf.at ab jetzt geht's los, dass in jedem Bezirk eben so ein Workshop von uns finanziert wird. Herr Bürgermeister. Ja, liebe Frau Landesrätin, zunächst danke, dass du quasi Neudörfel wieder das Vertrauen geschenkt hast mit einem Pilotprojekt. Weil du kennst uns und da kann man herkommen und sagen, habt ihr Angst? Nein, wir haben keine Angst. Hast flexible Schulen? Ja, die haben wir. Und in Wahrheit war der Kontakt hergestellt und ich war hundertprozentig überzeugt davon, dass das in Neudörfel funktioniert.
das Schlusswort steht mir nicht zu. Ich habe nur darum gebeten, dass ihr vielleicht jetzt nicht nur von der Jasmin, sondern auch im Zuge der Präsentationen die ein oder andere Idee oder Forderung an die Gemeinde herangestellt wird. Ja? Und wenn ich jetzt begrüßt hätte und ich hätte gesagt, wie super neu der Fließ, dann war es ja vorbei gewesen mit der Idee, weil wenn nicht alles funktioniert, braucht man es ja nicht. Das Risiko, das ich jetzt trage, ist erstens, geht's noch? Ich war nämlich in der Früh in der Volksschule anlässlich des Andersentages und habe da in verschiedenen Klassen vorgelesen. Das hat unheimlich super funktioniert, bis zur Pausengluten. Dann war es vorbei mit der Aufmerksamkeit. Ja. Daher möchte ich auch fragen, ob es noch funktioniert. Wir sind jetzt alle da auf diesem Podium, mit Ausnahme der Jasmin, schon einige Wochen älter als ihr. Und es ist keine Schande, älter und reifer zu werden. Es ist nur ein Schauen, wenn man vergisst, wie man selber als Junger war. Und daher ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe immer versuchen, mit unseren damaligen Köpfen zu denken und nicht alles erklären, das passt schon und das ist so und das ist so. Weil da wird nämlich dann nichts draus und dann gewöhnt man den jungen Menschen ab, dass sie sich mit Älteren unterhalten, weil sie sagen, es hört mir eh nicht zu. Ich könnte jetzt, und ich will es im Sekundentakt jetzt machen, aufzählen, was die Gemeinde für junge Menschen tut. Es gibt, glaube ich, nur in Neudörfl Startwohnungen. Ist ja jetzt eine Wurst, außer es wird schon wieder rausgeschmissen ins Haus. Aber dass man als junger Mensch ohne großes Einkommen, ohne Kredit, mit einer fixfertigen Küche eine Wohnung leistbar kriegt, das gibt es nicht überall. Da gibt es jetzt schon 40 davon. Und es gibt keinen leeren Platz. Das Spannende bei diesen Wohnungen ist, dass die Küche mit eingebaut ist, aber nicht, weil die Jungen zu faul sind, dass sie selber Kuchel bauen, sondern wenn die Ersten wegziehen, weil sie eine Familie gründen und dann fängt die Schacherei wieder an und sagt, ja, aber für die Küche muss man Ablöse zahlen, dann ist wieder vorbei mit dem Gratis-Einziehen. Daher ist die Küche drinnen, dann kann man keine Küche verkaufen. Und die Zweiten, Dritten, Vierten und vielleicht seid ihr mal die Fünften, Sechsten, die dann in einigen Jahren dort einziehen, müsst mit niemandem über Ablöse verhandeln. Da sind wir ganz stolz drauf, obwohl das euch momentan vermutlich noch gar nicht interessiert. Aber wenn es dann soweit ist, werdet ihr froh sein, dass ihr in einer Gemeinde lebt, wo das bereits selbstverständlich geworden ist. Wir haben zwei Turnhallen, eine davon dreifach belegt. Alle sind rund um die Uhr mittlerweile auch inklusive des Wochenendes belebt, aber nicht von der Schule, weil ich habe ja recht auf Ruhe. Alle Nachmittagsstunden sind von unseren sehr vielen Vereinen gebucht. Und einige von euch kenne ich ja, die auch aktiv Sport betreiben und dabei sind. Tennisanlagen, Bodensee mit Beachvolleyballplatz, was soll ich noch aufzählen? Beim Discobus sind wir dabei, Semesterticket für vielleicht spätere Studenten finanzieren wir mit, dass ihr auch das Studium leisten könnt und so weiter. Wichtig, auch noch nicht, aber sehr bald für einige von euch, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Neudörfl jede Schule erreichen, die interessant ist in der Umgebung, wie in der Neustadt, Mattersburg, Eisenstadt. Und ist nicht ausgeschieden von Schulbildung, nur weil man in irgendeinem Hintertupfinger Dorf wohnt, wo nur alle 14 Tage Autobus geht. Das ist für uns selbstverständlich, aber es ist wichtig. Mit der Sinowatz, glaube ich, erstmals in Regierungsfunktionen gekommen ist, hat er gesagt, wir müssen den Menschen, den jungen Menschen, den Zugang zur Bildung ermöglichen, auch verkehrstechnisch. Was fast niemand weiß, in Neudörfl werden zurzeit ungefähr immer so zwischen 60 und 80 junge Menschen in 25 verschiedenen Berufen ausgebildet. Unsere ganzen, fast alle Firmen haben Lehrplätze und unheimlich viele Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln. Und das ist jetzt nicht so klassisch für die Mädchen der Friseur und für die Burschen der Automechaniker. Weil Automechaniker gibt es eh keinen mehr, die dann eh nicht mehr Module tauschen. Aber in sämtlichen Betrieben, die wir in Neudörfl haben, gibt es die Möglichkeit für junge Menschen zu erlernen und einmal selbstständig zu werden. Und all das war jetzt so glas für eine Wahlrede, wo man dann wirbt, bitte wählt mich, ich bin so super. Aber der Platz, wo sich Junge treffen, ohne dass man bei einem Verein sein muss, ohne dass man Trompeten lernen muss, ohne dass man jetzt irgendwo unbedingt einen Eintritt zahlen muss, den gibt es nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in einigen euer, wie habt ihr es gesagt, der Checkheftel, oder wie das Buch heißen soll, das Logbuch, dass sicher in euren Logbüchern das ein oder andere Mal vorkommt, wo kann ich mich mit meinen Freundinnen und Freunden treffen
ohne dass ein erwachsener Wächter dabei steht. Das ist schwierig. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt das Pfarrheim, es gibt das Kinderfreundeheim. Ein paar von euch haben ältere Brüder oder ältere Schwestern, die haben dann diesen Genuss schon gehabt, solange es nicht mehr funktioniert hat. Dann hat die Pfarr wieder gesagt, nein, das tun wir nicht. Weil da sagen dann die Eltern, die Kinder kommen vom Pfarrheim angesoffen heim. Obwohl ich gar nicht im Pfarrheim gesoffen habe. Ja. Aber auch, ich weiß, dass die Pfarrer und dass auch die Kinderfreunde sich nie entmutigen lassen und immer wieder sagen, okay, dann probieren wir es halt wieder. Also wenn einmal was schief geht, heißt das nicht, dass Ideen ein für alle Mal gestorben sind. Das Schlimmste war, wenn dann so ein Bürgermeister oder ein ähnlicher da stünde und sagt, das haben wir schon vor 10 Jahren probiert, das wird nichts. Das wäre dann schlecht. Und wenn es so Initiativen von euch gibt, ich verspreche euch das, das kann ich leicht tun, weil ihr seid vermutlich noch nicht wohlberechtigt, daher kann man keiner verdächtigen. Jetzt rede ich groß daher, weil im Oktober wohl ist. Ich verspreche euch, dass wir junge Menschen ernst nehmen, weil sie vor allem Augen und Ohren und Münder haben in einer Sprache, die wir vielleicht schon zu sprechen verlernt haben. Ganz wichtig scheint mir, dass ihr euch aber auch zu Wort meldet. Es gibt einen Klassenverband. Ich bin überzeugt davon, dass ihr zu euren Lehrerinnen Vertrauen habt. Und nicht jeder ist Goschert Gmur. Einige kenne ich, weil du warst zum Beispiel schon bei mir direkt auf der Sprechstunde mit deinen Freunden. Ja, gesagt, hey, da wollen wir anliegen, da wollen wir was. Ja. Und was ich mir passiert, ist da nicht viel, oder? Es ist da mit deren Idee auch nicht alles gelungen. Aber ich habe es zugegeben. Ja, und ich glaube, dass wir uns ganz normal unterhalten haben und dann haben wir halt zur Kenntnis genommen, das können wir tun oder das können wir leider nicht tun. Also mit mir kann man eh normal reden, ohne dass man jetzt eine Aufnahmeprüfung machen muss. Auch mit anderen. Ein Thema, das mir ganz wichtig ist, und dann höre ich eh schon auf, weil sonst strapaziere ich die Zeit zu viel, das mit dem Verbauen. Wir haben seit vielen Jahren sind wir bemüht, überall dort Neues zu bauen, wo schon was war. Also die letzte Wohnhausanlage, das wissen die Fußballer, neben einem Sportplatz, dort sind jetzt 12 junge Menschen wieder in so Stadtwohnungen eingezogen und insgesamt haben da, glaube ich, noch 55 Familien jetzt einen Platz gefunden, in Reihenhäusern, Wohnungen, sonst je nach Größenordnung, je nach Kohle, die heute die Leute zur Verfügung haben. Dort war früher eine Fabrik. Dort haben 350 Menschen gearbeitet zu Höchstzeiten. Rund um die Uhr, dort zischt, geraucht, LKW sind außen da gefahren oder außen eingefahren. Und leider haben die Menschen dort den Job verloren, den Betrieb gibt es nicht mehr. Es war nur mehr eine Ruine, wo schon die Bäume zwischendurch bei den hinnigen Fenstern rausgewachsen sind. Das heißt, dieser Platz war schon verbaut. Und den haben wir jetzt mit neuem Leben erfüllt. Aber ich kann euch mit gutem Gewissen versprechen, weil das macht ja nicht der Bürgermeister allein, das macht die Gemeinde. Wir müssen bei unserer, ihr habt ja Ortskarten, habt ihr dann gehabt, einen Dorfplan. Und da steht ja dann irgendwo, sind ja dann grüne Bereiche drin, wo ein Wald, eine Wiesen, eine Böschung oder sonst irgendwas ist. Wir dürften, selbst wenn wir wollten, gar nicht Grünland verbauen. Das ist im Gesetz festgeschrieben, die Landesregierung muss das genehmigen und die prüft ganz genau, ob jetzt ein Acker plötzlich zum Bauland werden darf oder nicht. Und es wäre auch für die Gemeinde gar nicht leistbar, jetzt irgendwo zum Beispiel auf der Quank zum sagen, dort bauen wir Häuser, hier haben wir eine super Aussicht, weil alleine bis wir dort einen Kanal, ein Wasser, eine Straßen und alles hinbauen, werden die, wird das so derartig teuer, dass sie das gar nicht rechnen. Also wir sind bemüht, immer dort, wo schon was gestanden hat, das nicht mehr funktioniert, alte, verfallene Häuser, sonst was, dort neues Leben hineinzubringen. Viele von euch sind ja Neudörfler geworden. Wir vermehren uns nicht wie die Kaninchen. Das heißt, das Bevölkerungswachstum in Neudörfel geschieht schon auch durch Zuzug. Und zuziehen kann man halt nur, wenn man Platz fürs Wohnen hat. Aber ich nehme wirklich diese Mahnung mit, dass wir sehr behutsam sein müssen.
und dass wir auch mit diesem ständigen Wachstum und mit dem Bauen nur das bauen, was die Menschen tatsächlich brauchen, um nicht einen Wettbewerb zu gewinnen. So, und jetzt kommt zum Schluss, glaube ich, die gute Nachricht, das passt jetzt wirklich, das ist aber nicht inszeniert und auch nicht vereinbart. Interessiert euch Politik überhaupt? Nein, verstehe ich, ja. Aber dass es eine Bundesregierung gibt, das ist schon geläufig, oder? Die kennt man meistens vom Streiten. Woher man es nicht kennt, ist, dass sie wirklich Entscheidungen trifft, die jeden Österreicher und jede Österreicherin betreffen. Und eine dieser Entscheidungen hat die Bundesregierung, glaube ich, letzte Woche getroffen im Ministerrat. Ist eh wurscht, aber das heißt halt so. Und im Ministerrat wurde unter anderem beschlossen, dass 175 Millionen Euro für Gemeinden locker gemacht werden, um Pläne, die man eh schon im Kopf hat, vielleicht vorzuziehen. Ich meine, jetzt hast du nicht, Neidöffel kriegt 175 Millionen Euro. Aber dieser Ministerrat hat stattgefunden, es wurde auch veröffentlicht, das ist zwar in einem anderen Streit untergegangen, aber auch diese Maßnahme für Gemeinden, dass er Geld in die Wirtschaft kommt. Ja. Und wir haben, das wisst ihr, das weiß insbesondere die Frau Direktor, ich bin mit einem Schulgebäude auch nicht zufrieden. Ja. Und wenn wir jetzt eine Führung machen und sagen, wie gut wir in Bildung und in Gebäude investieren, dann gehen wir halt in die neue Volksschule, aber nicht in die neue Mittelschule. Jetzt hat aber, und da kann die Politik was Gutes tun, der Ministerrat hat beschlossen, dass diese Kohle geben soll. Der Gemeinderat von Neidöffel hat zufällig zwei Tage später getagt und ich habe dieses Wissen mitgenommen und habe im Gemeinderat, interessiert euch vermutlich auch nicht so heiß, aber dort sind immerhin fünf verschiedene Parteien vertreten. Und trotzdem haben wir im Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass wir die neue Mittelschule als nächstes Projekt sanieren werden komplett. Die Idee gibt es eh schon länger, ja. Aber dieser politische Entscheid, wo der Kanzler Kern eingebracht hat, die 175 Millionen soll es geben, und dass der Ministerrat beschlossen hat, waren jetzt Auslöser für uns, im Gemeinderat zu beschließen, dass wir diesen Plan vorziehen. Nicht erst, wenn wir das Geld beieinander haben, sondern dann gehen wir es jetzt an, dann können wir uns diese zusätzliche Förderung auch abholen, auch wenn es nur 10 Fenster sind. Ja, weil nein, was wir an zusätzlicher Förderung bekommen. Ja. Und das Bekenntnis der Gemeinde Neudörfel, dass wir auch diese neue Mittelschule ausbauen, ist, glaube ich, klar. Und mir glaubt man das auch, weil ihr werdet es nicht mehr wissen, aber einige der Kolleginnen in der Schule wissen, dass wir wahrscheinlich gar nichts mehr sanieren brauchen, wenn ich nicht auch für den Erhalt dieser Schule gekämpft hätte, mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung stellen. Also mir könnt ihr glauben, es ist mein Herzblut. Und jetzt werden wir das Gebäude gescheit herrichten. Und das letzte Versprechen, auch kein leeres. Und das kann, ich kann alles, was ich behaupte, beweisen. Ich bin kein Blender und kein Lügner. Ja. Die Schule wird nicht ein Architekt planen und der Gemeinderat sagen, was wir für Möbel wollen und wie die Wände tapeziert sind. Und dann stellen wir euch das hin und sagen, jetzt gefreut euch gefälligst. Sondern die wird genauso wie die Volksschule mit denen, die dort arbeiten, entwickelt. Ja, der Applaus, Herr. Das sind jetzt die Lehrer, das ist die Direktion und wer es jetzt ganz praktisch haben will, bei der Volksschule haben wir zum Beispiel, als uns der Fußboden präsentiert wurde, haben etliche gesagt, die Farbe ist schön, das ist schön. Und ich habe gesagt, und der Schulwart wird entscheiden, weil der muss ihn jeden Tag putzen. Über die Oberfläche, ja. Weil wisst ihr, rutschfest ist schon gut, aber da sammelt sich dann der ganze Dreck an. Nein, in Details will ich nicht gehen, aber das ist jetzt nicht ein Versprechen, das ist bereits im Gemeinderat beschlossen, das heißt, das ist amtlich auch protokolliert. Die neue Mittelschule wird als Projekt angegangen. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wenn ihr nicht relativ oft sitzen bleibt, werdet ihr vermutlich bei der Eröffnung als Gast kommen. Wie seid ihr jetzt in welcher Klasse? Vierte, ganz sicher als Gast. Also, wir könnten jetzt sagen, okay, es kriegt halt behelfsmäßig ein Zelt, das ist schnell aufgestellt, dann haben wir es neu. Aber bis so ein Projekt entwickelt ist, das dauert. Aber was ich euch ersuchen möchte, ihr seid ja hoffentlich eine Generation, die nicht nur an sich denkt. Und wenn ihr euch den Kopf zerbrecht über euer Schulgebäude,
dann soll ja dieses Hirnschmalz, das da ist, auch den Nächsten zugutekommen. Und versprecht ihr mir bitte, dass eure Ideen auch deponiert und wir von eurer Erfahrung für die nächsten Schülerinnen und Schüler was lernen können. Und die Frau Direktor hat mir versprochen, na, ich weiß jetzt nicht, wie das genau mit der Pension ist, weil du sagst, du wirst es nicht mehr erleben, du wirst es noch erleben, weil wenn nicht, wirst du Ehrendirektorin auf Lebzeit, dann kannst du die Pension aufzeichnen. Aber auch von dir weiß ich, dass es gibt ja eigentlich nichts Schöneres wie für eine leitende Funktion, wenn man sagt, und das habe ich für euch, für meine Nachfolger noch geschafft. Und es wird auch deinen Ärger. Ich habe ja schon Wetten abgeschlossen, ob ich es noch erlebe. Bitte hilf mir zu gewinnen. Ja, also wir werden damit her jetzt, wir werden auf euer Hirnschmalz hören. Und wir werden auf die Erfahrung der Lehrerschaft hören. Und wir werden wirklich eure Ideen verwirklichen, sofern sie verwirklichbar sind. Alles geht nicht. Aber was machbar ist, werden wir tun. Vielen herzlichen Dank. Genau das wollen wir mit dieser Wanderklasse und unserem Angebot, dass genauso Demokratie und Heimat und Dorf miteinander, das Dankeschön, Heimat und Dorf und das Miteinander und Mitreden und Jugend ist wichtig. Genau das ist schon ein Ergebnis. Vielen herzlichen Dank. Ich darf zum Ende natürlich noch Ihnen seitens der Medienvertretung mich bedanken und Sie gleichzeitig einladen, das ist auch so abgesprochen, dass Sie gerne auch mit den Schülerinnen und Schülern noch weiterreden können, eventuell Interviews machen und so weiter. Vielen Dank dafür. Dir im Besonderen danke, dass du da vorne bist bei uns und für alle sprichst, aber man kann und Sie können das gerne tun, auch mit den Schülerinnen und Schülern dann eigene Gespräche führen. Ich darf dann auch zum Buffet noch einladen, jetzt ist gleich Mittag und das heißt, der Hunger wird sich ja schon melden. Vielen herzlichen Dank, ein tolles Projekt und ich wusste, dass wir als erstes in Neudorfel beginnen dürfen. Alles Gute und viel Erfolg. Thank you.